Ja, lassen Sie mich das zum Schluss noch um ein paar Bemerkungen ergänzen. Zunächst als Wahlkampfleiter mein Glückwunsch an Gabi Zimmer und an die 6 weiteren, die gewählt worden sind ins Europaparlament, die ja heute auch hier bei uns sind. Ich bedanke mich auch neben dem Glückwunsch für einen sehr engagierten Wahlkampf, den wir gemeinsam gemacht haben, Land auf, Land ab. Das war keine Kleinigkeit. Ich habe vor den Europawahlen allen, die mich danach gefragt haben, immer versucht deutlich zu machen, dass aus meiner Perspektive, wenn es darum geht, welches Ergebnis möchten Sie denn gerne haben, Herr Höhn, immer gesagt, die Europawahl ist für uns ein härteres Stück Arbeit als eine Bundestagswahl, weil die Frage der Mobilisierung unseres Klientels, darauf ist schon eingegangen worden von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, eine große Hürde ist, die man erstmal meistern muss. Und insofern bin ich mit dem Ergebnis, was wir jetzt am Ende bekommen haben, mit einem realen Plus von 200.000 Stimmen durch die gestiegene Wahlbeteiligung und einem Ergebnis, was ganz nah bei dem liegt, was wir in unserem Rekordjahr als Linke 2009 erzielt haben, alles andere als traurig. Natürlich stimmt der Satz, eine 8 wäre schöner, auch für mich, und eine 9 wäre noch schöner. Aber ich habe sehr bewusst immer dafür geworben, sehr genau auch auf die Situation zu schauen und einzuschätzen, was können wir erreichen. Die Partei hat sich als kampagnefähig erwiesen, ohne große Atempause nach einem anstrengenden Bundestagswahlkampf. Und ich sage gleich noch was dazu. Wir sind ja kurz davor, in die nächsten Wahlkämpfe wieder einzusteigen im Sommer. Ich glaube, dass wir unterm Strich richtig lagen mit dem Ansatz der Kampagne und der thematischen Schwerpunktsetzung. Ich glaube, wenn man sich das Ergebnis anschaut, müssen wir uns nicht verstecken. Lassen Sie mich die Bemerkung machen. Ich habe ja nun gestern die Sozialdemokraten große Feste feiern sehen. Da will ich dann doch die Bemerkung machen, nach einem historisch schlimmen Ergebnis vom letzten Mal konnte es eigentlich nur noch besser werden, unter 20% zu drücken. Das schafft nicht mal Sigmar Gabriel. Insofern ist das Plus auch immer ein Stück weit relativ. Eine Bestätigung für die Politik der Großen Koalition hier in der Bundesrepublik ist das nun wirklich mitnichten. Wir haben eine gestärkte Fraktion im Europaparlament. Darauf hat Gabi Zimmer hingewiesen. Das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben diesmal dann doch noch mal in einer anderen Qualität als bei den vergangenen Wahlen, nicht zuletzt durch den gemeinsamen Spitzenkandidaten, auch eine andere Form des Wahlkampfes gemacht. Und nach meinem Eindruck hat sich dies auch gelohnt. Da können wir noch weiter ausbauen. Wenn ich mal den Blick auf die nächste Europawahl nehme, was die Kooperation innerhalb der EL betrifft. Aber ich glaube, der Schritt mit einer gemeinsamen Kandidatur hat sich gelohnt. Letzte Bemerkung. Ich habe es eben schon angekündigt. Wir haben im Sommer 3 für die Partei sehr wichtige Wahlen, nämlich in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen. Wenn ich mir die Ergebnisse gestern anschaue, auch die wir in den Ländern erzielt haben, sowohl bei der Europawahl als auch bei den Kommunalwahlen, die dort stattgefunden haben, haben wir dort eine gute Ausgangsbasis, wo ich nicht mit Sorge in diesen Sommer gehe. Wir haben die Chance, in allen 3 Ländern Mehrheiten jenseits der Union entweder zu erreichen oder wie in Brandenburg zu halten. Und wir haben auch die Chance, sehr real im Herbst den ersten Ministerpräsidenten der Linken zu sehen. Das wäre ein großartiger Erfolg auch für die Bundespartei und ihre Rolle in der Bundespolitik. Und schon deswegen ist es uns auch ein Anliegen, diese 3 Länder in diesen Wahlkämpfen zu unterstützen. Dankeschön.